So, meine Freunde, willkommen zu der nächsten App-Review. Fruit Shooting nennt sie sich. Und zwar haben wir eine Art Angry Birds. Bloß, man soll dem Leuten oder den Leuten, dem einen Typen jedenfalls, den Apfel vom Kopf schießen. So, und zwar sind wir der Linke. Der Typ, der hier rechts steht, hat echt Bammel. Und wir müssen alles dran setzen, dem hier den Apfel vom Kopf zu schießen. Das war schon mal nichts. Weit weg. So, wir versuchen es gleich noch einmal. Das ist die leichteste aller Übungen. Zack, da haben wir den Apfel auch schon direkt erwischt. Und er steht immer noch standhaft. Jetzt gehen wir auf Next. Von 20 auf 25 Fuß. Es wird schwieriger. So, drüber geschossen. So weiß ich erstmal, wo ich bin. Oh, muss ein Stück drunter. Oha, jetzt habe ich den Typen auch noch umgeschossen. You shot your friend, steht da oben. Das ist alles schön und gut. Aber der Witz der Sache ist, passt mal auf, was man noch so Schönes mitmachen kann. Also einmal kann man drüber schießen, man kann so tun, als sieht man nichts, ja. Man kann aber auch andererseits den Apfel vom Stamm abtrennen. Einfach mal so nebenbei. Man kann ihn auch noch anders hinrichten. Der scheißt sich ein. Hier hört er das. Der scheißt sich ein vor Angst. Tja, und nun ist die Runde gekommen, von Kill the Boss oder Kick the Boss, wie auch immer. Kann man den Typen hier genauso quälen? Man kann einfach weitermachen hier und eine unzensierte Version runterladen. Ich glaube, die muss man dann kaufen. Soweit ich das, glaube ich, gelesen hatte. So, oder man schießt ihm weiterhin den Apfel vom Kopf. Oder man geht auch gleich mal auf den harten Modus und guckt und schießt seinen Freund einfach mal direkt in den Wanst. So, ich hatte es auch schon mal von der Distanz geschafft, aber ich bin so zu tief, das gibt's doch gar nicht. Nee, noch ein Stück höher. Nein, nu, das war zu hoch. Immer schön mit dem Wind gehen. Ja, das sieht doch schon exakt so aus, als hätten wir ihn. Und er scheißt sich wieder ein vor Angst. Schade, da hätten wir ihn fast gehabt. So, das ist hier also wirklich das traditionelle Apfelschießen. Ich weiß, okay, kann man hier den Kopf noch anders abtrennen oder beziehungsweise kann man die Füße noch abtrennen anders? Die Beine? Ah, nicht weit. Nicht weit hier noch gekommen. Ja, immer in den Hals rein. Das ist natürlich für den Typen gar nicht schön. Ihr könnt es auch nochmal ganz doll versuchen. Zack! Daneben und jetzt nochmal. Ah, jetzt Feuer frei. Jetzt kriegt er eine. So, direkt durch den Kopf, umgefallen. Also es gibt verschiedene Sterbearten, was eigentlich viel lustiger ist als das Spiel vom Allgemeinen her. Wenn er ein Stück tiefer zielt, voll Herzschuss, das hat sich dann erledigt. Oh, da zieht er sich den Pfeil auch direkt noch selber raus. Brutaler denn je. Ja, schade, das war wieder die Sequenz vom ersten Mal. Ich muss ihn nochmal richtig treffen hier. Na, vielleicht probieren wir es mal hier an seinem. Ein bisschen zu tief geworden. Vielleicht mal einen Fuß rein oder so. Da bricht auch direkt zusammen. Ah, selbe wie eben gerade auch. Ist ja langweilig. Ach du. Ich wollte ja nochmal irgendwie den Kopf abschießen. Ah, der bleibt immer stecken. Was ist da los? Immer wieder da rein. Naja, gut. Versuchen wir es halt nochmal auf den Apfel zu schießen. Da, den Apfel kriegen wir ohne Probleme. Und ich glaube, mehr kann man auch bei diesem Spiel nicht machen. Weil wenn ich jetzt auf Moor gehe, ja, gut. Wo gehe ich jetzt rein? Wieder zu irgendeiner so Website, wo ich hier irgendwas laden soll. Und nee, nee, nee. Da gehe ich erstmal weg wieder. Und nehme einfach nochmal eine harte Runde davon. Den letzten Abschuss sozusagen und direkt in seinen Kopf. Und da stirbt er auch schon wieder und krabbelt und krabbelt. Ja, das war Fruit Shoot. Eigentlich mit dem Sinn, Äpfel abzuschießen. Man kann natürlich auch, wenn man da keine Lust mehr zu hat, Bauchschüsse verteilen. Oder in die Kehle oder sonstiges machen. Ist eigentlich recht amüsant. Aber ansonsten natürlich nicht für kleine Kinder. Gottes Willen. Ja, also so ist das jetzt hier nicht, meine Freunde. Mach's gut, mein Freund.
Zack, wieder rausgezogen. Somit verabschiede ich mich von dieser App. Wünsche euch damit viel Spaß. Der Link ist in der Beschreibung. Und kostenlos natürlich im Play Store zu erhalten. Fetzt soweit ganz gut. Ihr könnt ja auch versuchen, mal den Score so aufzustellen. Ja, zack, von 20 auf 30 schon wieder. Und er furztigt hier einen ins Hemd. Oh wei, da hat sich die Sache erledigt und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also, probiert's aus. Macht definitiv Laune. Vielleicht auch nicht zu lange. Bewertet die App und ladet euch von dem Entwickler noch weitere Apps runter. Auf jeden Fall genial gemacht. Also bis demnächst, meine Freunde, bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.